weiteren seiner weiteren Folge von One Piece by Boys 4. Und hier sind wir im Level angekommen von Yonikishima. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Zwei der vier Kaiser stehen im Weg. Ruffy und Kid machen sich auf den Weg nach Yonikishima, um sich mit Kaido, einem der vier Kaiser, zu befassen. Nicht weit hinter ihnen folgen ein weiterer der vier Kaiser. Oh, wir können nur Ruffy mitnehmen. Okay. Ist wahrscheinlich eine wichtige Mission. Warte mal. Dieses Level kommt mir sehr bekannt vor. Kann das sein, dass das vom Tutorial ist? Nein, kann nicht sein. Ja, das ist eindeutig das vom Tutorial. Aber ohne die Tutorial. Das ist gut. Ich hätte aber eigentlich hier das... Okushima, genau. Nee, Wano-Kuni Outfit. Diese Namen, das ist so schlimm. Aber ich hätte gerne dieses Outfit getragen. Junge, was ist mit meinen Frames los? Naja, egal, ich konzentriere mich jetzt nicht darauf. Es ist trotzdem spielbar. Und es ruckelt ja nicht die ganze Zeit. Gott, erstmal hier Snake Man aktivieren. Alles verwüsten. Zack, 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 zack. Wie so eine Maschine. Zack, 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 zack. Bam. Und jetzt können wir auch nochmal die Wand zerstören. Hallo. Dann kommen wir ein Tutorial, kann ich das auch machen. Ja. So. Hier können wir uns ja schneller bewegen als im Tutorial. Also machen wir hier auch. Hine. Ja, es war mir klar, dass wir die besiegen müssen. So, den noch und dann noch die letzte. Und ab zu Kaido. Nee, erst kommt der Kampf gegen. Genau, gegen Big Mom. Erstmal müssen wir uns hier durchkämpfen. Komm schon, Ruffy. Kämpf dich hier durch. Alter, sind hier viele. Hilfe. Das ist mehr als im Tutorial gewesen. Das Komische hier in diesem Spiel ist, ich verliere andauernd Schaden, obwohl ich keine angreife. Na komm, mach die scheiß Wand weg. Da ist sie. Weg, Mom! Ich bin hier. Ich glaube, diesmal halten sie auch ein bisschen mehr aus. Ich will auch mal Big Mom spielen. Das können wir alles im Livestream dann machen. お前の首取らなきゃ落としまいがつかねえんだ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと。もう逃げねえ。最悪の世代。生意気なガキどもが。俺に盾つくんじゃねえ。四皇がどうした。てめえらを倒す覚悟で俺は海に出たんだ。 Jetzt macht doch ihren Scheißkörper. Ist nicht so viel. Hey du, da sehen wir uns mal wieder.
Und das wieder im Tutorial. Sozusagen. Jetzt wurde sogar mein... Burst von Gear Piers Regnen wurde jetzt einfach gestoppt. Ohlolo. Ja. Schrei noch mal. Komm schon. Ja, guck mal, wie schnell wir Kaido besiegen. Ich kann mich auch weg. Ich glaube, der heilt schon echt. Wenn man schon sieht, wie er im Anime drauf ist. Also da will ich nicht wissen, wie viel der in echt alles aushält. Guck mal, ich bin ja auch schon wieder fast tot, Alter.俺は海賊王になる男だ。話にならねえ。最悪の世代だ。笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。貴様。 お前！バカめ。女野郎と組んだぐらいで俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるだと。図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。 Und am Ende kam Sabo, obwohl er kam nicht wirklich, sondern er ist mit seinen Raben geflogen und dann kam Ruffy geflogen und er hat ihn aufgefangen und auch Kid noch gerettet. Und jetzt hat er sie wahrscheinlich zu der Sunny gebracht. Gut, weil die Aufnahme nicht so lang ist, machen wir direkt ein weiteres Level. Und zwar öffne die Grenzen von Wano Kuni. Der letzte Kampf auf Onikashima. Die beiden Piratengruppen, die von je einem der vier Kaiser angeführt werden, ziehen los. Mit einem schlafenden Ruffy vor ihnen kämpfen sie die letzte Schlacht. Unterdessen regt sich im Hintergrund eine geheimnisvolle Figur. Uiuiui, jetzt haben wir eine richtig volle Auswahl von... Sorry Leute, aber ich muss Cavendish spielen. Cavendish, den würde ich auch heiraten. Spaß. Aber ey, der ist einfach beautiful. Beautiful. Okay. まだ目を覚まさねえのか。麦わらや。しっかりしろ、ルフィ。モモの助様、殿に出ては危のうございます。もうか。もういい。
んなに傷ついておる。拙者は、拙者は耐えられんな。誰かが死ぬのは、もう、見とうない。大将がよ、そんな顔すんじゃねえ。悪いな、不安にさせちまった。約束だもんな。今あいつらをぶっ飛ばしてくるからよ。死なねえし、俺の仲間も誰も死なせねえ。ご覧くだされ、桃之助様。仲間のために立ち上がり、仲間を守るために戦う者、それこそが海賊。行くぞ、野郎ども。Das war schon das Finale. Ich bezweifle zwar, weil ich glaube, da kommt bestimmt noch ein Level, wo wir dann komplett gegen Kaido da noch kämpfen und so. Aber man kann ja mal Rätsel raten. So, Cavendish schön leveln. Ich will ihn auch schön auf Maximum haben. Hier, schön viel Stärke. Cavendish muss einmal der Beste sein. Muss sie alle rasieren. Aber was ich schon ein bisschen schade fand, bei dieser vorgerenderten Szene, dass sie echt die ganze Zeit geruckelt hat. So, es liegt nicht an meiner Performance, sondern halt, dass das Spiel so in 30 FPS lockert, wenn die Sequenz kommt. Also im Gameplay ist es halt 60, aber bei den Cutscenes 30. Das ist so bescheuert gemacht. Aber das ist öfters bei Spielen so. Dass sie einfach 30 FPS lockt bei denen. Zwischensequenzen haben. So, Cavendish hier. Komplett auspowern. Ja, jawoll. Okay, gehört rein. Ich glaube, wir sind ready. Oh, jawoll. Ja, er ist eindeutig ready. Okay, Alter, guckt euch. Also, ich habe ja letzte Folge schon gesagt, dass die Karte richtig schlimm aussieht. Aber hier. Du siehst gar nichts. Alles ist voll mit Gegnern. What the fuck? Man kann es ja auch übertreiben. Aber erstmal mein Burst. Ja. Los geht's. Cavendish spähnt mir. Oh ja, Finale. Das wird nice. Also wenn das wirklich das Finale ist, dann wird's krass. Wird das jetzt hier nicht eine Stunde dauern? Außer ich schneide das einfach, also in zwei Teile. Aber ihr wird's ja merken. Am besten wir besiegen direkt hier den Anführer, damit wir auch
Verbessern Überblick. Man kann die Attacke auch mit seinen wie nennt man dieses Ding nochmal? Ich hab's vergessen. Aber mit seinem Burst auch aktivieren. Ich dachte, Katakuro ist jetzt auf unserer Seite. Ah, dann müssen wir ihn halt killen. Oh nee, der hat sogar dieses Stärkeboost, also dass der mehr aushält als ein normaler Boss. Ich ist aufgetaucht. Ach, der existiert ja auch noch. Der hat mich eigentlich schon vollkommen vergessen. Alter, wie fit der geworden ist. Gut, Katakuro ist gleich weg. Und tschüss. Boah, ich mag Teach Lache. Die ist halt so geil. Man macht die ganze Zeit so. Das ist voll geil. Ja, man merkt, ich bin schon wieder. OPP 3. Hab ich eher gespürt. Oh! Big Mom! Du bist leider hier. Aber dich können wir auch schnell wegblasen. Nur was? Brennt hier so. Ich höre die ganze Zeit Flammengeräusche. Was schwindet? Ah, nicht einschlafen. Was? Das stört gerade richtig hart. So, da ist Big Mom. Alter! Yo! Was geht hier ab? Alles klar! Ja, meine Friends, die gehen da runter bis zum Erdwerk. Alter! Also, Spiel! Nein, übertreib nicht! Mach so weiter. So. Es ist auch ein bisschen zu viel. Aber nur ein bisschen. Nein, nicht ja, Mama. Stirb, Mama. Hier sind so viele. Hilfe! Hier ein Kollaps, weil hier so mein Übersicht. Ich verliere auch mein Leben immer mehr. Ja, da habe ich kurz Leben aufgesammelt. Da hinten ist noch ein Leben. Immer schön viel Leben mitnehmen. Ah, hör auf, den Herzen. Ja, gegen Kabinisch kannst du nichts machen. Warte. Ich verliere wirklich den Überblick. Wo ist sie denn? Die ist jetzt auf ihrer scheiß Wolke. Hallo. Jetzt bitte auf dem Boden bleiben. Wie sieht die aus? Ja, machen wir deine Attacke da. Okay. Sie leider keine Truhe, also sonst könnte ich mich heilen. Wir müssen so weiterkämpfen. Nein. Er hat noch ausgewichen.
Aber als ob auf der Karte nirgendwo eine Truhe aufgezeichnet ist. Sie ist gleich tot. Dann komm jetzt. Hau sie weiter drauf. Los, kann man. Verwende ich. Sie ist gleich tot. Na jetzt. Stoppen.俺の仲間をなめんなよ。ビッグマム、その程度で俺に勝てると思うな。こにゃく、バラバラに挑んでも拉致が開かねえ。 ルフィ、一斉に仕掛けるぞ。どこへ行きやがった。手余し、矢はずけ。我らの狙いはお前だって。さあ、ご飯の時間よ。くらえ。 お前ら、行くぞお前ら。 やったか。いや、確かな手応えはねえな。あの方はまた復活してくるはずです。今のうちに先を急ぎましょう。あ、行こう。あいつら許さねえ。どこ行きやがった。 麦わら。ざまねえな、ビッグマム。てめえは黒ひげか。麦わらに手ひどくやられたか。おめえの怒りっぷりもどうやらここまでみてえだな。さすがに耳を疑ったぜ。 あんたとカイドウがぶつかるって知った時はよ、あんたら麦わらをめぐりお互いの戦力を消耗する。俺にとっちゃあんたらを潰す絶好の機会ってわけだ。麦わらの連中は予想以上にやってくれたぜ。大した苦労もなく四皇の首を取れる。二人もだ。 あんたもカイドウもここで消えてもらう。置いたあんたらの時代はもう終わったんだよ。ふざけるんじゃねえ。俺がてめえみたいな若造に負けると思うのか。カイドウ、黒ひげ、 くだらねえ手を使いやがって。どいつもこいつも骨がねえ。ティーチ船長、すまねえ。闇討ちは失敗だ。
そこのババアがどうなろうと知ったこっちゃねえ。だがこれ以上俺の島で暴れようってんなら生かしちゃおけねえな。ハハハハ、二人揃っちまうとはさすがに分が悪い。裏かるぞ野郎ども。死に損なったな、リンリン。まあいい。これで邪魔者は残らず消えた。おろろろろ。待っている？麦わらの小僧！この俺を怒らせたことを後悔させてやる。Blackbeard Piraten wurden weggescheucht und Big Mom ist auch weg, zum Glück. Da bin ich froh, denn wenn die noch hier, hier noch ein ganzer Kampf. Jetzt haben wir ein weiteres Ziel und zwar, ja, erstmal die 100 besten Piraten, die immer noch hier sind. Also, die sind seit Anfang dieses Art hier und Nerven. Und jetzt müssen wir sie aufhalten, dass sie nicht die Sunny erreichen. Okay, ich gehe mal runter zu Jack. Der ist schon da unten. Ich hab die Karte. Wie viel? Wo ist wo? Sunny, 俺はジャックのところに行く。この辺の敵は頼んだぞ。そうだ、レディメンツ。どうしよう、ビンレディだ。ごめん、すんがいひや、あのハーフ。あ、サニーゴーカレッヒフト、オッケー。私、アティアを止めに行く。ダイフチェック。Und der ist auch, schon wieder so overlevelt. Oh, das Gute ist, hier ist eine Truhe. Nice. Also kostenlos leben. Alter. Jack, geh mir auf den Sack, Alter! Du fettes Elefanten-Scheiß-Vieh! Verficktes Nierfeld! Nein, er ist kein Nierfeld, ich weiß. Oh! Kislan und Smoker sind erschienen! Jawohl! Sie helfen anscheinend auch. Oh, er ist außen noch. Nice. Schön auf ihn drauf. Los, los, los. Jawohl. Okay, wir müssen alle drei von denen killen. Hilfe, wird es anstrengend. Oh, Tashiki ist auch da. Also gleich alle von der Marine vor. Auch wenn die Kursaren nur bei der Marine ist. Wo ist er nochmal? Ich glaube bei der Blackbeard. Bande. Aber wir können dir jetzt helfen. Die Samurai zu Hilfe. Mich mit Drag. Kusan hilft auch mit. Geil. Immer schön viel Unterstützung. 何を企む。まあ、あれだ。
いろいろあんだよ、こっちにも。悪いが、お前はここまでだ。ドレーク元少女。切り刻むね。終わりだ。元海軍大将なんてね。元少将のお前じゃ何が違うんじゃねえの。たとえ格上であろう、俺にも聞けない事情がある。アイスブロック、jetzt endlich dann. Gut, jetzt fehlt nur noch Hawkins. Dann ist er da oben. Also erstmal wieder hochlaufen. Nani hat denn da? Kiai o ire nause. Nemuk nai des. Arigatou gozaimashita. Okay, die haben sich jetzt zurückgezogen, um in Sicherheit zu gehen. Wir kümmern wir uns so schnell um Hawkins und dann zu unserem Endboss. Und wird das wirklich das Finale? Anscheinend. Also jetzt nur noch Hawkins und dann Kaido. Was? Um freie Bahn? Soll das auch nur eine Nebenmission? Ja, ich kümmere mich jetzt nicht um die Nebenmission. Die ist mir kackegal. Jetzt einmal nur mal schon, das fertig hier machen. Ja, komm schon, ich will meinen Boss. Die einfach alle hier sind. Ja, so soll es auch sein. Alle. Auf ihn drauf. Komm hier noch meinen eigentlichen Boss. Kabendisch. Du kannst es nicht mehr überleben. So, hier noch meine Ulti. Ah, der ist gleich tot. Und da ist er down. Kein Kommentar hilft ihm mehr. So, jetzt müssen wir mal da warten, bis die Absperrung mal weg ist. Damit wir auch da hochgehen. Jawohl. Geschafft. Ja, wir können ja noch nicht hoch. Das ist erst nur ein Standort. Okay, er hat die Tore geöffnet. Aber nur da unten. Verpasse Kaido eine Abreibung und öffne die Grenze von Wano Kuni. Gut, das Finale hier von One Piece Pirate Warriors 4. Wir gehen direkt hoch zu ihm, zu Kaido. Hallo, jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt umgesetzt ist. Ist natürlich alles eine eigene Story, weil das alles noch nicht passiert ist im Anime. Kann ja sein, dass es irgendwie anders ist. Boah, das sieht cool aus hier. Hier durch. Wäre ja schön. Da. Da ist Kaido. Eigentlich ist hier noch eine Truhe. Ja, da ist noch eine Truhe. Okay, Endboss, Leute. Die Folge wird wahrscheinlich über eine Stunde sein, aber das ist mir kackegal. Ich will den Endboss. Ich will am Boden sein. So, erstmal bei dem Burst hier. Bleib doch am Schieben. Gut, er verliert schon mal sehr viel Schaden. Das war ein heftiger Angriff. Hey, du hast keine Chance mehr. Aber ich glaube, der Bosskampf geht noch weiter, wenn ich da schon die Karte sehe. エレクトリカルシールド
俺たちが共に戦えば倒せない相手じゃないはずだ。くだらん。あ、カムション。ノエハイド。俺に勝てると本気で思ってるのか。Okay, ich glaube, das ist eine richtige Form. Haben wir schon mal was? Als ob. Ich bekämpfe den doch jetzt nicht nochmal. Okay. Joppodo schnitte raschina. Joe Gagidomu ga tabari natte do suru tsumori da. Hm? So ka, omae. Ano daimyo no kashin ka. Ika ni mo. お主を討つため20年の時を超えてここに参った。亡き主君おでん様の無念、今日こそ晴らしてくれる。なめられたもんだな。おろろろろ、おい、そこの小僧あの時のガキだな。覚えてるよな。俺との力の差もわきまえず、大勢の家臣とお前の母を死なせた父のことをよ。あのバカ殿の死に様を見たお前も同じことをしていやがる。力のねえ奴らを集めても俺は倒せねえ。お前は父と同じバカ殿だ。てめえら、覚悟はできてんだろうな。全員まとめてあのバカ殿のところへ送ってやる。おろろろろろろろろろろろろろろ。俺に盾ついたことを地獄で後悔しやがれ。今度こそ勝つ。俺たちが相手だ。Da ist sogar die Drachenform von ja, Kaido. Der macht irgendwie jetzt einen Strahl. Um erstmal eine Aufklärung zu machen. Okay. Hier können wir ihn schon mal verwunden, ne? Oh ja, yeah, sieht erstmal aus, als würden wir hier Step by Step vorgehen. Bisschen wie bei The Legend of Zelda. Also, BOTW. Okay. Oh nee, Alter. Wieder. Also, das ist jetzt wirklich fantastisch. Man kann sich wieder auf den Boden. Nein, Cavendish. Du bist so dumm. Ich fand das cool, dass der kleine Junge, also Omi, keine Angst hatte. Cavendish, was ist denn mit dir los? Du sollst die ganze Zeit fliegen. Alter, Cavendish, du regst mich auf. Du machst damit kaum Fragen, wenn du das machst. Ach Gott. Oh, was passiert jetzt? Ja, die gucken zu. Kusano und Co. erreichen das Hochland. Ja, und was machen die jetzt? Also bisher stehen die da nur rum. Vielleicht mal mithelfen, Leute. Ja, jetzt ist er dort hinten. その程度の力では仲間一人も守れねえだろう。自らの無力さを思い知れ。Sieht sehr fragwürdig aus. Okay, ja, wie sollen wir jetzt darüber kommen? Hä? Ah, okay. Schnell, schnell, schnell. Seine Attacke da. Beenden.
Ach, das war gar nicht knapp. Guck, da haben wir ihn. Da haben wir den Bruder Black gestoppt. Ich glaube, seine erste Leiste ist weg. Alter, jetzt mach nicht wieder den Burrow Breath. So, ich gönn mir jetzt erstmal eine Truhe hier. Also, ein bisschen Hauf. So, Finish, nicht einschlafen, weiter. Wir haben es ja fast geschafft. Den kannst du dich ausruhen. Dann kannst du die Credits erledigen. Na, auf damit, Kaido! Nee, gibt's hier kein Time Limit. Nein, jetzt konzentrier dich doch weiter auf ihn. So, da ist er ausgenockt. Die scheiß Schlange. Ich bin schon gerade in der Spende. Ah, jetzt ist er weiter. Aber hier ist Ende. Ja, wir müssen jetzt nur hier rüber. Weißt du, ich öffne hier nochmal die Truhe, damit ich mir das letzte Leben habe. Jetzt rauf hier. Das Finale gegen Kaido beginnt jetzt. Los, nochmal hier meinen Burst aktivieren. Nochmal schön einschlafen. Let's go. Auch wenn der noch eine ewig lange Leiste ist. Wir müssen es beenden. Was? Der macht sich schon mehr bereit? Nee, Alter. Aber hier kann man, glaube ich, auch nicht mehr verlieren. Muss keiner. Da. Oh, Hasen. Okay, die haben ihn jetzt erstmal ausgenockt. Nice, danke, Leute. Schön, schön, weiter, weiter, weiter. Uchi. Gut, das hat sehr viel Schaden gemacht. Komm schon, der Ende ist jetzt. Ich bin ja der Bruderteil immer schon bei 43 Minuten. Es wird halt wirklich über eine Stunde gehen. Was ist da hinten? Ah, und die drei. Das ist mein Klon. Da ist nochmal Karolisch. Gut, nur noch diese letzte Leiste. Der letzte Kampf im Story-Modus gegen Kaido beginnt. Hier diese letzte Leiste noch zu beenden. Seid ihr bereit? Let's go! Komm, ich bin nochmal ein hier und greif ihn an. Jetzt ist er hier hinten hier. Gut, Tusan und Law machen auch nochmal einen Schlag. Jetzt aber, jetzt hier. Letzter Angriff. Komm schon. Uchi. Oh, ist ausgenockt. Nice, nice, nice. Alter, der kann nicht mehr weiterleben. Komm schon. Das ist immer gar nichts mehr.
Komm schon! Brennt es doch mit mir! Oh, meine Stimme. Und da ist er weg! Yes!俺を舐めすぎなんじゃねえのか。奴の隙をついて一気に勝負を決めるしかねえな。私に任せて。うっとうしい。 ちょっとおとなしくしときなさいよ。 見届ける。戦えなくても命をかける覚悟でござる。消し炭にしてやる。ボロプレス。サボ。 どこ行った。麦わら。俺はここだ。カイドウ。お前を倒して俺は桃との約束を果たす。図に乗るな。海賊がこの小僧が。 頭痛い。死ねねえもんだな。つまらねえ。こんな退屈な世界をぶっ壊す世界最高の戦争を始めるならよ、てめえらをここでぶっ潰しちまっても面白くねえ。うわ。 ご苦労さんでした。スモーカー中将、皆さんはそのまま本部に帰還なすってくださいビッグマムとカイドウがしばらくおとなしくしてくれりゃいいが、海賊どもと組むのはこれで最後にしてえもんだ。ロー、キッド、そして麦わら、 奴らはさらに力を増しやがった。絶対に会っちゃならねえ。
あの世代から黒ひげに次ぐ新たな四皇が誕生するなんてことは。力添え、まことに。よい、金右衛門。ルフィには拙者がお礼を申す。ルフィ、拙者たちと一緒に戦ってくれて、かたじけのござった。和の国も救われ、父上の志を継ぐことができ、本当に。感謝の言葉もないでござる。桃之助様、ご立派になられて。あ、頑張ったな、桃。慣れ合う気はねえ。前に言った通り、ワンピースを狙う間柄だ。いつか必ずてめえは倒す。ワンピースは俺が見つけるけどよ、敵とか倒すとかまだいいじゃねえか。今はよ、一緒に戦った仲間なんだからよ。ああ、俺たちはもう仲間なんだからよ。あ、ルフィ、俺はそろそろ任務に戻るよ。無事でよかった。またどっかで会おう。まだいろよサボ。そうしてんだが、このところ革命軍も世界政府も慌ただしく動いてる。世界は大きく荒れるかもしれねえ。わかったよ。お前の仲間たちに挨拶してから出航するよ。じゃあな、サボ。との喧嘩は俺たちの勝ちだ。おかげで桃との約束を守れた。みんなありがとう。もしお前らが困ったら大声で俺たちを呼べ。必ず助けに行く。俺たちもまた困ったら助けを呼ぶからよ。俺たちの冒険はまだまだ続く。俺たちはずっと仲間で友達だ。友達じゃねえ。よし、
やるぞ。今度こそ四皇をぶっ飛ばしてワンピースを見つけて海賊王に俺はなる。Ja, Ruffy, du wirst auf jeden Fall Piratenkönig werden. Und das war's endlich mit One Piece Pirate Wars 4 mit uns, also mit diesem Let's Play jetzt auf jeden Fall. Wir werden ein Livestream noch machen, wo wir den freien Modus noch ein bisschen spielen, um ein paar Charaktere auch anzuspielen. Aber danach will ich auf jeden Fall das Projekt. Ich habe mir auch schon überlegt, nicht Pirate Wars 3 zu spielen, weil das ist ja genau die gleiche Story, nur bis Dressrosa und halt ein bisschen anders und so. Und da denke ich mir, da müssen wir jetzt nicht nochmal rein. Und ja, wir haben auch jetzt schon alles erlebt. Gut, dann komme ich auch wie immer zu meiner Meinung und zu meiner Bewertung. Und ja, ihr wisst, das ist mein Fazit. Ja. Ich komme direkt zu dem Positiven, und zwar das, was mich am meisten hier rausgestecht ist, und zwar die Grafik. Menno, das Spiel sieht so schön aus an vielen Stellen. Manche Stellen sieht die Grafik nicht so gut, aber es war immer sehr schön. Und an vielen Stellen war das echt schön. Genau wie die Cutscenes, außer halt die aus dem letzten Teil. Das war auch so ein bisschen das Problem, aber ich werde da später nochmal da hinkommen. Dann kommen wir mal zum Kampfsystem. Ich finde das richtig gut gemacht. Es ist besser als Pirate Wars 3, kann ich natürlich nur für mich sagen, weil ihr habt das wahrscheinlich noch nicht gesehen. Aber weil es ein Warriors Game ist, ist es für mich das beste Warriors Game, was gibt auf dem Markt, weil wir hatten jetzt letztens die Hyrule Warriors Games und die waren halt kompletter Schmutz. Und dann bin ich froh, dass wir hier One Piece Pirate Wars 4 haben, die echt das beste Kampfsystem von den Warriors Games bieten. Die Story, natürlich brauche ich nichts sagen, ist One Piece episch. Die Cutscenes, die vorgerenderten, aber auch die normalen waren auch mega gut gemacht. Die letzte Story, die so selbst gemacht wurde, fand ich am Ende, also am Anfang war es okay, aber am Ende verstand man so gar nichts mehr. Also ja, auf einmal kamen dann Big Moms Piraten und dann die 100 Piraten haben da irgendwie Stress gemacht und Blackbeard auf einmal. Also das war so ein bisschen verwirrend und auch das Ende war für mich so ein bisschen kindlich gemacht, also ein bisschen von so einer Serie, also von so einer Cartoon Network Serie oder so. War jetzt so ein Beispiel. Oder von Ninjago, also Lego Ninjago, das Ende. So alle stürzen sich auf den Erzfeind zu, alle auf Kaido und so. Fand ich schon ein bisschen kindisch, aber na gut, ist jetzt nicht der tragische Moment. Ja, jetzt kommen wir leider zu den Kritikpunkten. Und zwar diese kleinen Szenen. Und zwar, ich fange mal mit den Cutscenes an, die schon im alten Teil gibt. Von One Piece Wars 1, One Piece Pirate Wars 2 und One Piece Pirate Wars 3 kamen alle schon vor. Und hier werden sie einfach recycelt und nochmal benutzt. Nur damit man nicht nochmal extra, also damit man Zeit und Geld spart. Das fand ich so schade. Also das haben ja sogar die letzten Teile besser gemacht, aber da haben sie es alle auch recycelt. Und ich dachte vielleicht 5 Jahre setzen sie sich da hin, um ein paar neue Cutscenes zu machen und auch die alten zu verbessern. Nein, ich fand so eine Szene auch echt komisch. Das war nämlich nach Marineford. Wisst ihr noch die Szene, wo Shanks kommt und dann
wurde die ja auch recycelt, aber die wurde zumindest verbessert, also auf Pirate Wars 4 Niveau. Dann, bei dieser Rückblende nach Marineford, wurde einfach die Szene aus Pirate Wars 3 genommen. Das fand ich so schlecht gemacht, also das war ja so niveaulos einfach hingeklatscht. Das ist so amateurhaft. Na gut, dann kommen wir nochmal zum... Also mehr habe ich da jetzt auch nicht mehr zu sagen. Außer es gab noch diese kleinen Gesprächsszene, die habe ich komplett rausgemacht, weil die einfach unnötig war. Ja, das war's von One Piece Pirate Wars 4. Gut, dann können wir nochmal hier durchklicken. Haben wir nochmal einen Award bekommen. Nice. Gut, ja, bla 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 bla. Also die Folge ist wirklich eine Stunde lang. Alter. Gut, dafür aber auch verdient. So, das Ende. Und da haben wir Kaido. Ob wir den auch direkt am Anfang des Livestreams spielen. Und mal gucken. Mihawk auch. Nice. Und wir können den Modus jetzt auf ultra schwer spielen. Was ich natürlich nicht mache, weil es auch unnötig ist. Es gibt ja nichts zum Freischalten. Ja. Story komplett fertig. Hier seht ihr es nochmal. Da. Alles fertig. Gut. Dann sehen wir uns im Schatzlogbuch wieder. Und danach ist das Let's Play auch komplett fertig. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oder wir sehen uns dort wieder zum Livestream. Das war's mit One Piece Pirate Wars 4. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.